Digga, mein Kopf, Mann, ich kotze. Milo vs. Adi Totoro YouTube-Kacke haben wir auf Twitter zugeschickt bekommen. Ich glaube, es ist nice. Bühnsli-Clips. Wir gehen rein. Geiles Lied, Digga. Sie reitet so wie Wendy, ich hab Risse in meinem Handy, fuck. Sie reitet so wie Wendy, ich hab Risse in meinem Handy, fuck. Der Bruder hat ein 20 und ich geb ihm ein Baggy, hush. Fahre Reeperbahn mit meinen Brüdern in den Penny, Mark. Baba Sex, Baba Tracks, verdiene ein Grand. Bro, was mach ich, Alter? Gleich in der Bahn, so sneaky, die Bitches nenn mich Vicky. Oh nee, was kommt jetzt? Hackst du, Junge, komm. Mhm. Geiler Sprung, geiler Sprung. Boah, Digga, das hat jeder gemacht. Jeder kleine Spast hat das gemacht. Ich bin DJ. Ich hab keine Zeit mehr. Für den Scheiß, den du schreibst, denn ich weiß. Das ist gar mit den Likes, denn ich bin bald mehr. Ja, aber Digga, genauso reagiert man, wenn ein Stream von Milo läuft. Ich sag mal nichts dazu. Alter, nice gemacht. Yo, holy shit, dude, nice gemacht. Nice Schweizer YouTube-Kacke. Bro, was steht da? Warte. Adi Totoro, hoi, was geht ab, du Spaß? Milo, alles, was bei hat, ich muss jetzt meine YouTube-Hürde zahlen. Hürde? Jo, Hürde. Gell, du streamst am Dienstag, jo, wieso? Ich mach dann ein Video, wie wird dir so um die 300 Franken spenden. Rast einfach ein aus. 300 Hürde auf die Nacken. Ja, spiel einfach mit, easy. Digga, was? Ich habe ihm, Chat, ich habe das an Milo nicht geschrieben gehabt, der hat das gefaked. Der hat das gefaked. Oh Mann. Oh. Oh, jetzt ist der Milo drin, aber hat sich gemutet. What the fuck, who nice? Ja. Okay, okay. Hey, hallo, spinnst du eigentlich? Hey, hallo, spinnst du eigentlich? Ruhe, Digga. Oh Mann. Wisst ihr was? Oh ne, oh ne. Oh, Digga, jetzt kommt es wieder, Mann. Was wird jetzt da wieder für ein Scheiß? Opa, Gangnam Star! Bro, das Video besteht nur daraus, dass ich tanze und er ausrastet und er tanzt und ich ausraste. Alter, wenn das noch eine kommt, Digga. Bis jetzt habe ich mich noch nicht angesprochen gefühlt. Hä, wie nice ist das gemacht? Ja, komm, Digga. Sorry. Sorry, das lenkt. Das ist gerade wirklich zum Kotzen gesehen. Warte mal, ich habe jetzt eine geile Story. Jetzt kommt eine Pog-O-Story. Aber das ist eine interessante Story für mich. Also folgendes ist mir heute passiert. Ich habe vorhin gerade eine Ofenpizza essen. Einfach auf schnelle Welle etwas essen. Ich gehe einfach raus. Ja, aber Digga, wenn man Milo Streams schaut, Chat, einfach rausgehen. Mir gut tun. Und dann habe ich gestern, oder vor 3 Tagen, bin ich im Migros gewesen, habe ich aus Versehen die falsche Ofenpizza. Ja, genau! Prosciutto e Funghi anstatt nur ein Prosciutto. Ich war in der Kasse, ich habe es gegeben, meine Karte. Oh Mann, du! Falsche Pizza gekauft. Ich habe nicht gern Funghi. Bro, mir juckt es einfach gar nicht, die Story, die ich erzähle. Okay, ich dachte, ja, okay. Kann man machen. Okay. Was ist sie? What the fuck, dude? Nicht lustig. Wie kannst du nicht das vor der Cam sagen? Ohne es nicht einfach lustig zu meinen. Sondern krass. Ich bin grün, lala, di, lala, da, so richtig grün. Ich bin grün, lala, di, lala, da, so richtig Bro. Grün. Bro. Es ist Retalk. Da, so richtig grün. Ich bin grün, lala, di, lala, da. Ja, guten Tag, das Stadion. Fakt ist, das Psychiatrie Liestl. Ich hätte hier eine Person einzuweisen. Was? Wann habe ich das gesagt? Chat! Wann habe ich die ganzen Sachen gesagt? Genau, okay. Lala, lala, da, so richtig grün. Ich bin grün. Lala, lala, da, kurz so. Ich
Oha, ey, alter Mann, Dude, wo hätte, wie lange hätte er gebraucht, um die ganzen Clips rauszusuchen? Like ist da, der Milo ist ein fetter Spaß. Ey, Chat, geht unbedingt mal bei dem Dude vorbeischauen, Bünzli Clips, Sub ist da, Ehre, Digga, so nice gemacht, holy shit. My heart went.